In der italienischen Stadt Mailand wird gegen ein Unternehmen ermittelt, das mit dem Speisebringdienst Uber Eats zusammenarbeitet. Es geht um den Verdacht des Verstoßes gegen Arbeitsbestimmungen. So wird dem Partnerunternehmen von Uber Eats unter anderem vorgeworfen, Asylbewerber mit begrenzter Aufenthaltsgenehmigung beschäftigt und diesen je Lieferfahrt einen Lohn von 3 € gezahlt zu haben. Wenn sich Beschäftigte über die Arbeitsbedingungen beschwerten, sollen sie bedroht worden sein, meldet die Nachrichtenagentur ANSA. Als ich meine Steuernummer eingereicht habe, um meine Daten zu überprüfen, wurde mir gesagt, dass es für mich keine Steuern gebe, so ein Auslieferer. Vor einigen Monaten hat es bereits Ermittlungen in Turin gegeben. Uber Eats betonte in einer Stellungnahme, das Unternehmen beteilige sich an Diskussionen über die Bestimmungen. Man habe sich seit dem Markteintritt in Italien voll und ganz an die vor Ort geltenden Regeln gehalten.